Ja, warte mal, Josh. Ich muss erst mal hier in Psycho Records rein und so. Ich hab noch ein bisschen Money. Wird alles ausgegeben. See you again. Hey man. Questgegenstand. Good call. Und weg ist er, ja. Weg ist er. He's a skater boy. He said, see you later, boy. Beeindruckendes Graffiti. Ist Van Cat. Das ist mein Lieblingsplatz. Und die Stelle, an der ich in deinem Kopf gestorben bin. Moment. Ich dachte, ich hätte deine Erinnerung gesehen. Aber es könnte doch genauso gut deine Fantasie gewesen sein. Was ich gesehen habe, beweist gar nichts. Du hast vielleicht gar nichts damit zu tun. Bist du noch da, Neko? Hä? Du bist abgedriftet. Oh, sorry. Ich bekomme ein Déjà-vu von dir. Huh? Was? Déjà-vu? Von wann? Hast du mich wirklich sterben sehen? Waren diese Scans wirklich von... War das mein Tod? Ich muss Gewissheit haben. Noch ein Scan. Noch ein Scan. Es war hier. Stimmt was nicht, Neko? Er hat mich getötet. Hallo. Ich bin hier. Mir ist nur etwas schwindlig. Alles gut. Gut, gehen wir weiter. Sonst ist hier nichts zu sehen. Ah, dieser Tracker führt uns im Kreis herum. Hat Mr. H mir einen Blindgänger verpasst? Wie kann er sich im Umgang mit jemandem, den er umgebracht hat, so normal verhalten? Er wollte mich als Partner haben. Warum hat er mich überhaupt umgebracht? Was habe ich getan? Hat er mich gekannt, als ich noch am Leben war? Habe ich ihn nicht gekannt? Zufällige Mordgelüste? Er muss aber doch ein Motiv gehabt haben. Zu viele Fragen. Aber eines ist sicher. Mein Partner ist mein Mörder. Ende Tag 5? Ich glaube, das war Ende Tag 5 jetzt, ne? Ach nee, Ende Tag 4. Sorry, mein Fehler. Hallo? Ja, Mr. H. Ich bin's. Sie haben mir einen miserablen Tracker gegeben. Er hat mich getötet. Warum? Was hat es ihm gebracht? Der schnellste Weg wäre, ihn einfach zu fragen. Nein. Ich habe noch nicht genug Beweise. Und außerdem... 3 Tage. Noch 3 Tage, dann ist alles vorbei. Es gibt heute schon wieder keine Mission. Ja, wir können da hinkommen. Aber noch etwas stört mich. Noch 3 Tage mit ihm. Er ist eine wandelnde Zeitbombe. Ich muss auf der Hut sein. Auf jeden Fall. Okay, danke. Bis später. Das ist für Shiki. Ich
halt's noch ein paar Tage aus. Na, startklar? Erst habe ich noch eine Frage. Oh, worum geht es heute, Neku? Auf was hast du es abgesehen? Schon wieder? Das habe ich dir doch gesagt. Ich will mir Shibuya aneignen. Und was soll das heißen? Du suchst einen Fluss. Und dann? Sag mir das jetzt, sonst kannst du allein weitermachen. Na gut. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Weißt du noch, wer in Shibuya das Sagen hat? Der Komponist. Sehr gut. Zurzeit hat er sich Shibuya angeeignet. Seine Kontrolle. Das will ich ändern. Ändern? Augenblick! Du willst den Komponisten überfallen? Letzten Endes, ja. Aber erst muss ich ihn finden. Er soll am Fluss Shibuya sein. Deshalb suchen wir den. Zufrieden? Es geht also um den Komponisten? Wir rennen durch ganz Shibuya und suchen ihn? Mit einem kaputten Tracker, genau. Aha, und Meister Messi ist dann hinter mir her, sehr wahrscheinlich. Ich nehme an, er ist mir auf der Spur. Oh Mann, das kann ich brauchen. Ich spiele, um zu gewinnen. Ich kann mir kein unnötiges Risiko leisten. Ich auch nicht. Warum willst du dann? Oh, dieser Typ ist einfach die Hölle. Bereit für einen Besuch bei Mr. H? Wozu? Damit er diesen hakeligen Tracker repariert. Du willst also immer noch den Komponisten suchen? Natürlich. Und jetzt komm, du hast deine Frage gestellt. Also, Karia, was ist das für ein großes Rätsel, von dem du gestern geredet hast? Oh, es geht nur um den Kopfhörer und den kleinen Prinzen. Die beiden, was ist mit ihnen? Das werden wir bald herausfinden. Wie denn herausfinden? Wir dürfen die Spieler nicht anfassen. Anweisung des Spielleiters, du erinnerst dich? Dann benutze ich meinen Kopf. Außerdem machen wir nur ein Spielchen. Und was ist da anders? Kleinigkeiten. Also, mir ist verdammt langweilig. Ich bin dabei. Oh, aua, aua, Bein, Bein, Bein. Oh, ich bin seit gestern so übelst angespannt. Ich glaube, das liegt an der Spritze. Ich glaube, das liegt an Biotech. Also der Arm tut nicht mehr ganz so schlimm weh, aber irgendwie richtig liegen kann er auch nicht, ohne dass er sehr schlimm weh tut. Ja, ich muss ja zu Mr. Neku mal. Ich muss mal, glaube ich, hier lang. Langsam, langsam. Beat schon wieder. Hä? Hi Jungs, wie schaut's? Ihr seid... Was wollt ihr? Lust auf ein kleines Spielchen? Wie bitte? Sorry, wir haben zu tun. Das ist aber gar nicht nett. Hey, Usuki. Bin schon dran. Was? Die Mauer steht. Sorry. Hey. Und jetzt? Spiel läuft, würde ich sagen. Ah, super. Durchgang verwehrt. Sucht euch einen anderen Weg. Wie? Keine Regel um... Oh. Ihr wollt euch diese Mauer? Dann macht D und B zur heißesten Marke hier. Macht sie zur Nummer 1 in der Gegend. Achtet drauf, welche Pins und Klamotten ihr im Kampf tragt, okay? Ziel erfüllt. Mauer geöffnet. Ging schnell. Ja moin, da hat ja mal richtig Schweine. Awesome. So, den da können wir verkaufen. Ja.
Was soll ich hier machen? Diese ganze Mauergeschichte ist so öde. Eigentlich wäre heute wäre eigentlich mein freier Tag. Ich bin so hungrig. Was mache ich nur? Oh, ich weiß, ihr wollt durch diese Mauer? Dann bring mir Ramen. Ich will das Meer schmecken, okay? Oh, ihr habt das Zeug. Wo ist das denn her? Sieht übel aus. Behaltet es, ich habe keinen Appetit mehr. Mauer geöffnet. Also, dass wir hin und wieder mal Items wie blöde einsammeln, ist nicht schlecht. Mach mal nichts falsch mit. Ist die Frage, wer von beiden war es nochmal? Durchgang verwehrt. Sucht euch einen anderen Weg. Okay, Antwort gefunden. Habt ihr mich vermisst? Wie aus heiterem Blitz, Himmel ein Blitz. Es ist Zeit für das Reaper-Quiz. Und los geht's. Bereit, euer Wissensnudeln einzusetzen? Heute geht es um Ramen. Genau gesagt, um Dongen Sakas berühmtes Ramen Don. Frage 1. Wie heißt der tapfere Eigentümer des Ramen Don? Don Ueno? Wenn ihr meint. Frage 2. Wie heißt das geheime Gericht, das er nur für Freunde macht? Instant-Nudeln nicht. Glaub mal, das sind die Schweinefleischrahmen. Stimmt, oder? Frage 3. Wie viel kostet eine Schüssel Shio-Rahmen in diesem Laden? Aha, schon kapiert, was ihr meint. Okay, jetzt sind die Ergebnisse. Reaper-Quiz Lektion 4. Das Ergebnis lautet... tut mir leid. Ihr könnt hier nur durch, wenn ihr nicht durchfallt. Okay, ich habe keine Lust nach Dokken Saka oder zum Rahmen-Dingensen zu rennen. Und deswegen... Google, Google, du mein Freund, sag mir, was ich wissen wollt. Ramen. Quiz. The Bird. Und. Oh ja, da haben wir's. Kendoi Insta-Nudeln? Echt jetzt? Die trollen doch. Ja. Kendoi. Instant-Nudeln. Und das sind 580. Das Ergebnis lautet... Bestanden! Gut. Cool, mein Freund und Helfer hat mich gerettet. Und ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Das war dein Spiel? Langweilig. Also los, spuck's aus. Was ist so interessant an dem Kärtchen in der zweiten Runde? Falsches Kärtchen. Was? Du hast den kleinen Schnösel im Auge? Was ist mit ihm? Oh, das siehst du dann. Oh, Toba Records. Hello. Neue CDs, bitte. Jo, neue CDs. Hab noch ein bisschen Geld zu verpulvern. Haben wir schon. Haben wir noch nicht. Okay. Thank you. Nächste Quest.
Wollt ihr durch diese Mauer? Du da, Orangenlöckchen. Ich? Ja, du. Komm wieder, wenn du komplett in Musratus gekleidet bist. Dann lasse ich euch durch. Okay. Musratus. So, da haben wir schon mal Ditte. Dann haben wir Ditte. Nein, ich wollte schon mal Ditte. Und irgendwo muss ich doch sicher noch eine Hose haben von Musratus. Oder nehmen die da einfach die Söckchen. Ja. Ist okay. Ihr wollt euch diese Mauer, ja, du. Unzufrieden. Was für ein kitschiges Outfit, Alter. Passt super zu dir. Wie bitte? Ziel erfüllt. Mauer geöffnet. Er meint, es passt super zu dir, Neko. Hab's schon verstanden. So, jetzt können wir uns mal bitte wieder ordentlich anziehen. Nein, das war das Falsche. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nein, lasst mich weg. Tin Pin Slammer. Lasst mich hier raus. Hör doch hier rein. Ich hatte mir doch vorhin so schön Klamotten reingezerrt. Ey, ich habe, bevor ich den Stream gestartet habe, habe ich mich neu eingekleidet, wisst ihr? So gemäß dem, was ich jetzt hier gerade habe, so mit 48 Mut und so. Jetzt sitze ich gefühlt wieder eine Stunde da, um das Passende zu finden. So, hier. Oh, also passt nicht doch. Wenn man 5 Stunden Zeit damit verbringt, sich einzukleiden, ne? Dann weißt du, wie schlimm es um dich steht. Ich brauche irgendein passendes Oberteil, also irgendein Oberteil halt. Es muss nicht mal passend sein, es muss einfach nur schön stark sein. Und das passend können wir uns irgendwann anders mal Gedanken machen. Neku sieht ja bei mir eh immer ein bisschen aus wie der Assi vom Dienst. Ich nehme erstmal das hier, Hot Snake. Und dann brauche ich noch einen passenden Hut. Naja, nehmen wir gleich nochmal den hier. Ja. Echt jetzt? Das wird nervig. Ihr wollt durch diese Mauer? Spiele Tinpin gegen mich. Bereit? Jederzeit, glaube ich. Oder nicht? Und ab! Easy. Oh, das war Tenno. Mist. Kann ich denn niemanden auf der Welt besiegen? Geht einfach. Ich möchte alleine sein. Wir haben seine Gefühle verletzt. Noch ein von der Sorte. Ihr wollt durch diese Mauer? Also gut, besiegt diese Noise. Aber ich suche die Pins aus. Schneidet euch an, wenn ihr das hier angeht. Bereit, die Welt erbeben zu lassen? Jederzeit. Dann geht's jetzt los. Ach du Scheiße, wenn er die Pins auch noch aussucht.
Und ich habe nur 2 Watt für ein Assi. Ich weiß nicht mal, was ich für welche habe. Ah, super. How's my aim? Okay, hab rausgekriegt, wie einer funktioniert. Okay, hab sie besiegt. That was a nice distraction. Inwieweit? Ich habe doch nicht etwa geübt. Natürlich nicht. Ich habe ein bisschen gelevelt, damit ich hier bei sowas gleich durchkomme. Mauer geöffnet. Alles erledigt. Danke für das Spiel. Bis dann. Und was war das jetzt? Wer weiß. Reine Zeitverschwendung. Und? Hast du etwas rausbekommen? Vielleicht. Geht's vielleicht ein bisschen genauer? Sorry. Yashiro hier. Tabu Noise? Okay. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Noch eine Tabu Noise-Sichtung. Reizend. Wo denn? Das Hauptquartier hat sie in Dokensaka aus den Augen verloren. Also, los geht's. Wohin? Was meinst du mit wohin? Ihnen nach. Du hast gesagt, das Hauptquartier hat sie aus den Augen verloren. Sollen wir den ganzen Tag herumirren? Hast du eine bessere Idee? Nehmen wir diese Jungs als Köter. Dann hängen wir uns einfach dran, bis die Tabu-Neus anbeißen. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Und langsam tut mir wieder der Arm weh. Skippy, die zweite Impfung nimmst du für mich entgegen, ja? Danke. Dann kannst du dich nicht mehr anstecken. Vielleicht erfahren wir dabei sogar noch etwas über die Köder. Oh, Fuchsel! Schuppitoff Monkey! Hello! Den hatte ich noch nicht, ne? Habt ihr was Neues von uns? Nina. Thank you. Oh, hi Jungs. Dann lasst mich das Handy mal sehen. Danke. Es reagiert auf den größten Teil von Shibuya. Das haben wir gleich. Setzt euch. Ah, Nekos Handy auch. Die Kamera. Okay, wird gemacht. Die haben sich viel zu sagen. Warum hat er das getan? Warum wollte er meinen Tod? Er will sich Shibuya aneignen. Komme ich da irgendwo ins Spiel? Das ist irre. Das kann ich schon tun. Ich weiß nicht, wie man sich eine Stadt aneignet. Andererseits, er hat den Pakt mit mir geschlossen. Hat er mich nur getötet, damit wir Partner werden können? Wenn ich ihn jetzt fragen will, ist jetzt die Gelegenheit. Hey, warum hast du den Pakt mit mir geschlossen? Ach, Skipper. Was soll das denn jetzt? Als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du gesagt, du hättest mich beobachtet. Was soll das heißen? darum geht es also die ganze Zeit. Ich konnte den UG schon immer sehen. Ist das die abnormale Fähigkeit, von der Hanekuma gesprochen hat? Schon als du noch am Leben warst? Genau, was für ein Glück, was?
Ich habe Dinge gesehen, die andere nicht sehen konnten. Ich wusste von dem Spiel hier in Shibuya. Ich habe die Spieler gesehen. Reaper, Noise, alles, was dazu gehört. Du hast mich also vom RG aus beobachtet. Das Spiel hat mich fasziniert. Ich habe es für mich verfolgt, als ich Mr. H getroffen habe. Wann war das? Schon vor Jahren. Also wurde ich Stammgast in seinem Café und hörte mir seine Stories an. Je mehr er vom UG erzählt hat, desto mehr habe ich dessen Charme erkannt. Welcher Charme? Leute, die im Kampf um Leben und Tod durch die Stadt hetzen? Wo gibt es denn sonst noch etwas Aufregendes? Ich fand mein Leben einfach furchtbar öde. Immer dasselbe, Tag ein, Tag aus. Es kam mir eher vor wie der Tod. Also bist du hierher gekommen? Genau. Ich habe beschlossen, dass ich in den UG gehöre. Und du hast geglaubt, ich auch? Wenn du hier sein willst, bitte. Aber ich nicht, du hast mich... Alles fertig. Echt? Sehen wir uns das mal an. Ist damit alles okay, bevor ich weggehe? Oh, wo gehen Sie denn hin? Ich muss nur was erledigen. Der Laden schließt für heute. Bis später, Jungs. 2-3. 2-3. Also, der Trecker ist repariert. Sollen wir? Oh, bevor wir losziehen. Neku? Was? Ich bin dran. Ich habe deine Fragen ertragen, nicht wahr? Jetzt will ich dir eine stellen. Was? Wie bist du gestorben, Neku? Was? Sag du's mir, Arsch! Nein, noch 2 Tage. Wenn er es so haben will, bitte sehr. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Geht das überhaupt? Mein Gedächtnis war die Teilnahmegebühr für das letzte Spiel. Der größte Teil ist wieder da, aber es gibt noch ein paar Lücken. Und was ist mit dir? Wie bist du gestorben? Verrate ich nicht. Was? Ah, nett. Ich bin hier, weil ich es so will. Ende der Geschichte. Bist du soweit? Die Fragen prallen einfach an ihm ab. Ich kann es mir nicht leisten, einen Streit anzufangen. Hörst du mir zu, Neku? Das Signal kommt von der Allergenkreuzung. Skippy, ich muss mich umdrehen. Mein Hasi. Aua, du hast gekratzt. Aha. Wartet mal, hier gibt's ein Ferkelchen. Hier gibt's ein Ferkelchen. Ich muss wissen, wo. Ferkel. Okay, hier nicht. Aber hier gibt's Ferkelchen. Irgendwo hier muss grün sein. Weil hier gibt's Ferkelchen. Ferkelchen gefunden. Komm her, mein Ferkel. Na, mal sehen, was ich brauche, um das Ferkelchen fertig zu ferkelchen. 10. 9. 8. Das ist halt so ein Countdown. Es gibt keinen, womit ich den anderen... Ah, weg die Ziege. Von wegen, Eri hat geübt, ne? Das Problem ist wirklich die Steuerung. Mit Touchpad wäre das jetzt wesentlich einfacher. Schwöre ich bei Gott. Ich schwöre einfach. Have fun, Neku. How's my aim? Nein! Ach so, mit dem Slam. Ja, nee, lass mal.
muss hier andere Pins nehmen. Oh. Mal kurz den Pin. Dann klappt das hoffentlich. Gibt's Grillschweinchen. Die Steuerung ist halt immer noch mies, ne? Das lässt sich hier leider nicht ändern. Have fun, Neku. How's my aim?